Während sich in Paris die Staatsanwaltschaft mit Vergewaltigungsvorwürfen gegen Gérard Depardieu herumschlägt, ist der Filmstar von Journalisten im Hotel Yanggakdo in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang gesichtet worden. In wenigen Tagen finden Feiern zum 70-jährigen Bestehen Nordkoreas statt. Ob Depardieus Anwesenheit damit in Zusammenhang steht, ist unklar, denn laut und deutlich sagte der Schauspieler: Journalisten will ich hier keine.